Der erste Anwurf, der Auftakt zur Heim-WM in Sichtweite, nur noch wenige Tage entfernt. Austragung in Deutschland und Dänemark, das DHB-Team bestens vorbereitet und vor allem voller Vorfreude. Man hat Bilder im Kopf, wie die Zuschauer mit den Klatschpappen in Schwarz-Rot-Gold dastehen und die Hymne mitsingen. Und das ist schon ganz, ganz besondere, sind dann ganz besondere Bilder und Erlebnisse, die man da im Kopf hat. Und ich persönlich habe noch nie in der Arena in Berlin gespielt, in der Mercedes-Benz Arena, und bin dann da auch mal gespannt, dann natürlich, wie es dann beim Eröffnungsspiel sein wird. Das Eröffnungsspiel in Berlin gegen Korea, Auftakt zur Mission WM-Titel Nummer 4. Vorher stehen für das DRB-Team noch zwei Testspiele an und auch der Kader wird noch ausgedünnt. Zwei Spieler müssen noch gehen. Ich möchte sehen, dass wir eine aggressive, starke Deckung hinstellen, dass wir unser Tempospiel gut bringen und dass wir vorne unsere Konzeptionen mit Gefahr von jeder Position bedienen. Und das sind verschiedene Punkte gegen eine europäisch spielende Mannschaft vom Handballstil her mit Tschechien, aber dann auch am Sonntag mit anderen Anforderungen, die uns gegen Argentinien erwarten. Ich finde, das sind zwei erstmal auf dem Papier gelungene Tests, und dazu wollen wir natürlich beitragen, dass wir mit dem guten Gefühl dann auch Richtung Berlin reisen. Der deutsche Fahrplan soll dann aber auf jeden Fall nach Hamburg führen, dort, wo die Halbfinalspiele ausgetragen werden. An der Elbe wartet prominente Unterstützung auf das deutsche Team. Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, von Nationaltorwart Andreas Wolf mit einem Trikot und natürlich auch mit Tickets ausgestattet. Wir wissen, wie populär Handball in Deutschland ist. Ich werde nicht der Einzige, der das verfolgen wird. Vor allem auch, Andy hat mir zwei Karten gegeben für das Spiel. Und ich kann auch jemanden mitnehmen, auch wie man weiter sein wird, und live dabei sein. Im Optimalfall mit den deutschen Handballern, die hier den Weg ins Finale ebnen wollen. In einer Woche geht's los, der Anwurf zur Handball-Heim-WM.